Ladies and gentlemen, it's showtime. Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Gynecos Podcasts. Heute zu Gast ist die liebe Martina und gemeinsam wollen wir die Arnold Classic 2024 für euch Revue passieren lassen. Vornehmlich habe ich jetzt mal die Classic Physik und die Men's Open auf der Agenda und ich bin mir relativ sicher, das wird zum einen nicht nur die meisten interessieren, sondern zum anderen auch die Episode ohne Probleme ausreichend füllen. Martina, ein Wochenende mit wenig Schlaf geht zu Ende. Und da muss ich mich bedanken, dass du heute schon wieder Spalier stehst für unseren fast schon obligatorischen Recap. Habe ich mich doch drauf gefreut, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Es gab definitiv den ein oder anderen Aufreger im Verlauf der letzten Tage. Und ich würde demzufolge sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt mit der Classic Physik in unserer Nachberichterstattung. Außer du sagst, du willst lieber mit der offenen Klasse anfangen. Nein, nein, ich werde da flexibel. Nein, nein, machen wir ruhig die Classic Physik, weil mit deutscher Beteiligung und so ist ja natürlich das Spannendste überhaupt. Haben wir auch am meisten darauf hingefiebert, ich zumindest. Ja, dann lass uns starten mit der Klasse, die deutsche Beteiligung noch hier im Petto hat. Das ist ja leider die einzige, so mehr oder weniger. Das kann man ja durchaus legitimieren, dass wir damit anfangen. Kurz der Vollständigkeit halber. Gewonnen hat Wesley Rissers vor Ramon Dino, gefolgt von Urs, Breon Ansley und Michael Dabul. Was sagen wir denn in der Classic Physik ganz allgemein zum Lineup dieses Jahr? Nach der Top 5 war eigentlich nicht mehr ganz so viel los, oder? Ja, also nach dem Michael war aus, muss man sagen. Aber dafür waren die Top 5 natürlich eine harte Nummer. Mhm. Also Spitzen, die Spitze ist eng und danach kommt halt wenig Mittelfeld. Also ja, wollen wir die nicht schlecht reden, die Athleten, aber das war, ich glaube, 11 waren es oder was und dann waren es zwei Gruppen, die Gruppe 1 und die Gruppe 2. Und bei der Gruppe 2 hat man sich dann halt gedacht, okay, komm, wir konzentrieren uns lieber auf die anderen. Ich glaube, so haben es die Judges dann auch gesehen. Das andere lief so nebenher. Der Michael, der war noch so okay für die Top 5, ja, aber man hat, glaube ich, schon zwischen Breon und ihm gesehen, da ist dann auch schon so ein Leistungsabfall und zu den anderen dann nochmal. Ja. Naja, bei Michael, der ist halt, würde ich mal sagen, abgestraft worden dafür, dass er nicht seine Sahara-Form gebracht hat, seine trockene Härte, für die er berühmt ist. Von der Struktur her ist er ja sonst nicht so der typische Classic-Athlet, würde ich sagen. Und wenn der nicht staubtrocken, wüstentrocken kommt, ist er sofort weg vom Fenster, muss man leider so sagen. Ich mir heute Nacht noch gedacht habe, rein theoretisch hätte man die Teilnehmerliste ein bisschen aufpimpen können mit einer Selektion verschiedener Men's Physikathleten, weil da lässt sich sicher festhalten, dass dieses Gewichtslimit nicht den gewünschten Effekt erzielt hat. Wie siehst du das? Nein. Also ich bin ja sowieso gegen diese Art von Gewichtslimit. Ich denke immer, dafür sind Judges da. In der Bikini-Klasse gewinnt auch keine Figurathletin. Das muss man da nicht machen. Wenn die sich dazwischen stellt, dann fliegt die sofort weg. Warum kann man das in anderen Klassen nicht, in der Physik? Aber gut, es ist nicht meine Entscheidung. Aber ich finde, diese Gewichtslimits, die führen zu Verzerrungen, weil man einfach dann sich da rein drängen muss. Und das hat mit der Optik nichts zu tun. Es gibt Leute, die sehen sehr schwer aus und wiegen nichts. Und andere, die sehen eher sehr leicht aus und wiegen viel. Wie sagen wir immer, schwere Knochen, gell, wenn man zu schwer ist auf der Waage. Und solche Sachen. Also es ist doch ein Optiksport. Wir reden doch nicht von einem Sport, in dem gemessen wird. Da kann man doch gleich wieder machen, wie man früher bei den Amateuren hatte. Bis 70, bis 80 und 2,12 und Open. Das erschließt sich mir so nicht. Aber wer bin ich? Wenn ich das jetzt vergleiche mit vor einem Jahr, da hat sich jetzt an den Athleten und wie sie aussehen nicht wirklich was verändert und zwischendrin hat eine Anpassung stattgefunden mit dem Gewichtslimit, die ja eigentlich das hätte verändern sollen. Und Arnold hat selber sogar noch gesagt, ihr habt jetzt mittlerweile alle auch noch krasse Beine. Also ich dachte eigentlich, die fliegen jetzt eher weg durch das Gewichtslimit, aber was passiert ist, die sehen immer noch krasser aus und die Beine sind jetzt auch noch da durch die Shorts. Wer hat dieses Gewichtslimit erdacht? Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Nein. Also, ich bin kein Fan von.
Jetzt so nach nochmal einer Nacht drüber schlafen, für dich am Ende ein verdienter Sieg für Wesley Vissers? Ja, auf jeden Fall, muss man ganz klar sagen. Also, der hat so richtig diesen Wow-Effekt gebracht, als er rausgekommen ist. Richtig, ich meine, man hat ja vorher schon immer Bilder gesehen und so, und der hat da auch schon immer spektakulär ausgesehen. Auch wenn er vorher auf der Bühne war, war das ja schon ein Hingucker, weil er so groß ist und diesen breiten Rahmen hat, ganz klar. Aber diesmal war es halt nochmal speziell, fand ich, die Form, die er gebracht hat. Und vor allen Dingen, aus Kampfrichtersicht ist es ja immer so, also du würdest theoretisch alle auf eins setzen und dann guckst du, wer die meisten Fehler bringt und dann streichst du dann, schiebst den so nach hinten. So ist ja die Vorgehensweise, sonst müsstest du ja alle den ersten Platz geben. Und an diesem Tag war der Wesley auf jeden Fall klar der Athlet, an dem die wenigsten Fehler, also Fehler, wir reden von Top-Athleten, aber so aus Kampfrichtersicht, an dem am wenigsten zu bemängeln war, um ihm den Sieg nicht zu geben, so würde ich sagen. Man kann schon fast sagen, once in a lifetime package, oder? Was er da gebracht hat. Ja, er, also für sich, also das war wirklich atemberaubend, wie der ausgesehen hat. Kann nicht seine Schwächen, die er hat, kaschieren, aber eben im Vergleich mit allen anderen, die an dem Tag auf der Bühne standen, wenn man die Schwächen gegeneinander aufrechnet, war es er mit den wenigsten Schwächen. Und das muss man ihm wirklich, also die Form, die er gebracht hat, die war extraordinary, würde ich sagen. Er war hart, der war voll, der hat eine unfassbar gute Ausstrahlung gehabt, als er rauskam, der war überzeugt, auch bevor er schon in die Mitte kam, dass der heute da was abreißt. Und was mir unfassbar gut gefallen hat, war die Farbe. Er hat so einen matten Look gehabt und das war für dieses Licht und für seine Hautfarbe, Vorfarbe, so passend, dass er da die Leute ausgestochen hat. Also ich habe es ja beispielsweise bei anderen Athleten gesagt, der Glanz tut euch nicht gut jetzt hier auf der Bühne in dem Licht. Also das Licht, muss ich jetzt sagen, für so einen Wettkampf war das Licht eine Frechheit. Also zum Beispiel beim Oster sah es aus, als ob er mit den Ellbogen, als ob er die Ellbogen in der Dunkelheit verstecken wollte an dem Platz, wo er stand. Und wenn man die Bühne so gesehen hat, ohne Athleten drauf, da war ja hinten dieser Bogen und von dem Bogen aus gingen zwei helle Lichtstreifen nach vorne. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff. Und wenn du nicht in diesem Lichtstreifen gestanden hast, dann hast du halt ein Lichtloch gehabt. Und das finde ich also, das finde ich ein Unding, sowas auf so einem Wettkampf, dass man da nicht noch zwei Strahler hinstellt, damit auch jeder ein angemessenes Licht hat. Weil wir haben ja hier nicht diese Art von Durchwechseln, die man so in so einem Amateurwettkampf hat, wo du mal in dem Licht stehst, mal in dem. Du hast deinen Platz, ja, und dann hast du Licht oder du hast keins. Und das ist schon hardcore. Und wie gesagt, also du hast 100% recht, also die Haut, die, also alles an ihm, als er rauskam, war ansprechend. Alles an ihm hat einen angesprochen. Und die Kür fand ich auch, also die, da ist richtig was rübergekommen. Er hat sich wirklich sehr gut präsentiert. Also bei ihm ist alles richtig gelaufen an dem Tag. Richtig. Ja, also die Schwächen, die er hat, auf die hast du nicht mehr geschaut, weil der Rest so stark übertrumpft hat, dass du gar keine Lust hattest, irgendwie jetzt zu gucken, wo hat der seine Fehler. Klar, er hat die Taille, er zieht die Hose immer ein bisschen so weit hoch. Aber das war mir irgendwie egal. Und dann sah es auch nicht mehr so blocky aus. Er hat seine Beine verbessert irgendwie. Diese haben wieder ein bisschen mehr Schwung jetzt oder haben allgemein mehr Schwung bekommen. Hat halt relativ hohe Latansätze, aber er hat unfassbar breite Schultern. Er hat einen richtig breiten Frame. Da passt irgendwie gefühlt noch mehr drauf. Und Du hast, wie gesagt, nicht mehr drauf geschaut. Was hat der jetzt verkehrt gemacht, weil er so viel richtig gemacht hat? Ja, also auf jeden Fall absoluter Hingucker. Da musst du schon wirklich... Mach fertig. Da musst du schon wirklich, wie du sagst, dann suchen, also so Kampfrichter-Style suchen, wo ist denn da jetzt hier was zu bemängeln und warum... gibt es einen Grund, ihn nicht auf eins zu tun? Und ich kann auch wirklich alle draußen verstehen, die jetzt nicht durch diese Kampfrichterschule gegangen sind, dass die sofort gesagt haben, der gewinnt, da geht nichts dran vorbei. Also das habe ich, vollstes Verständnis, wenn du so eine imposante Bühnenerscheinung da rauskommen siehst, dass da der erste Platz sofort vergeben wird. Vom interessierten Fachpublikum, sage ich jetzt mal so. Plus, da kommen wir ja auch noch dazu, die anderen haben halt sehr viel Spielraum gelassen für eben diese Flaws, von denen man immer spricht, für diese Schwächen. Ja. Und dann gewinnt halt, wie du richtig sagst, am Ende der mit den wenigsten Schwächen. Ja.
Und du guckst gar nicht mehr, was hat der jetzt noch verkehrt gemacht? Weil die anderen, die lassen so viele Flanken offen, dass du sie von überall attackieren kannst. Ja. Würdest du zumindest die These mitgehen, dass ein sehr gesunder, und dieses gesund meine ich jetzt in Bezug auf, er hat keine Abrisse etc., ein sehr gesunder Wesley eventuell sogar das bessere Match zu einem Chris Bumstead ist? Dazu müsste er an einem Ramon in Topform und Top-Mut, sage ich jetzt mal, vorbeikommen. Das müsste man live auf der Bühne sehen. Das weiß ich noch nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist ja so eine gewagte These, die ich da in den Raum stelle. Aber der Ramon ist ja ein ganz anderer Körpertyp als Chris. Ja. Gut, Wesley irgendwo auch, ja. Aber Wesley ist auch groß, er hat einen breiten Frame, er kann in Topform. Wenn du die jetzt nebeneinander stellst, dann sehe ich schon hier Chris Bumstead mit drei abgerissenen Muskelpartien irgendwie schon auch so ein bisschen an Boden verlieren jetzt. Ah, aber wenn du dann wieder die Linie siehst und die schmale Taille und diesen Beinsweep, dann glaube ich, da musst du halt die Abrisse wirklich werten. Und das haben wir ja schon öfter nicht gewertet bekommen. Aber ich glaube, also da muss ich dann wieder, es kommt mein Classic-Herz hoch und sagt dann, eine richtige, so eine Eieruhrfigur, also wirklich in der Taille schmal und dann der Beinsweep nach außen. Und da brauchen wir jetzt nicht sagen, der Ani, der hat auch keine dicken Beine gehabt, aber trotzdem hatte er ein bisschen einen Beinsweep. Und das ist leider das, was halt beim Wesley noch fehlt. Und ich sage jetzt noch fehlt, der wird wahrscheinlich schon alles dran gesetzt haben, das zu verbessern, Gott bewahre. Also ich will jetzt hier keine Kritik an der Art, wie er seine Beine trainiert, aber das ist halt das, was auf der Bühne bewährt ist. Und da glaube ich, dass ein kleines bisschen, der muss jetzt keine Schenkel haben wie Tom Platz, aber so ein kleines bisschen müsste da mehr sein, um wirklich einem C-Bum am Ende gefährlich zu werden. Und wahrscheinlich sogar, glaube ich, einem Raphael in Bestform gefährlich zu werden. Ramon. Ach, Ramon. Ich bin schon wieder beim anderen Brasilianer. Da kommen wir auch noch. Alles mit seiner Zeit, alles mit der Ruhe. Du musst da ja auch nicht irgendwie meiner Meinung sein. Ich will das gar nicht als meine Meinung nennen. Ich dachte, das ist so einfach trotzdem so eine interessante, wenn auch gewagte These. Was war mit Ramon los? So wirklich himmelhoch jauchzend sah das nicht aus. Als hätte irgendwie jemand einen Strom abgestellt und vergessen, wieder anzuschalten. Mhm. Also wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen, als er das Posing-Video da gebracht hat. Also die Leute haben geschrieben, er hat einen Death-Face und er sieht bestimmt auf jeden Fall gut aus. Dann habe ich jetzt zu dir gesagt, es kann auch sein, dass er so aussieht, weil er irgendeine Notbremse ziehen musste. Und dann kam das Video, wo er da im Hotelzimmer gepostet hat. Und dann habe ich noch zu dir gesagt, guck mal, die Daumen, wie weit die im, wenn er die Latpose machen, wie weit die Daumen im Rücken versinken. Und das ist nicht das, was ich schon beim Ramon angefasst habe. Da was ist wollte kein ich Daumen. Sagen? Du hast ja schon den Test zum Exempel gemacht, quasi live vor Ort. Ja. Also da ist kein Daumen versunken. Und da dachte ich mir, ja gut, ich meine, das ist ja alles an den Tagen vorher und so weiter. Aber als ich ihn angefasst habe, war ja auch vorher. Irgendwie dachte ich, da stimmt was nicht. Er kam so lustlos raus. Ich dachte, er schneuzt auf die Bühne, so wie die Fußballer so hinterher gemacht haben. Und lustlos. Glaubst du denn wirklich, dass ein Athlet, ein Top-Athlet, Weltspitzenathlet, lustlos auf eine Arnolds-Bühne geht? Das kann man sich doch fast überhaupt nicht vorstellen. Da kann es einem doch nur schlecht gehen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der sagt, heute habe ich mal gar keinen Bock auf so eine Bühne. Ist zwar die Arnolds, aber ich würde vermuten, dass da irgendwas verrutscht ist und dass es ihm vielleicht gar nicht gut ging oder wie auch immer. Ist Spekulation, aber dass man da lustlos auf eine Arnolds geht, schwierig zu glauben. War denn Chris Esito vor Ort? Normalerweise springt er ja immer in diesem RX Muscle Kosmos. Seine Mutter war doch gestorben. Ah, okay. Der war nicht da. Ja, wer weiß. Also sowas kann ja auch sich psychologisch übertragen auf den Athleten beispielsweise. Und wenn der Coach nicht da ist und das halt alles nicht überwachen kann. Ja. Schwierig. Ja. Das habe ich mich gefragt, wo ist der Coach? Weil normalerweise siehst du ja immer dann Bilder, wenn sie dann vorm Spiegel stehen und der Chris Esito guckt so hinten über die Schulter, passt alles. Ja.
er war auf jeden Fall nicht in Topform, ich glaube, das kann man sagen. Ja. Und dadurch hat er halt auch Luft gelassen. Und das wissen wir auch, dass sowas wird immer bestraft vom Kampfgericht, wenn du deine Form nicht bringst, die du schon mal gebracht hast. Und dadurch hat er halt auch Luft gelassen. Ansonsten wäre es auf jeden Fall, also im Finale fand ich, sah besser aus. Mhm. Der Praller war da wieder. Ich fand, er sah so ein bisschen so, ja, wie du sagst, als ob man vergessen hat, den Strom wieder reinzumachen. Und so. Und das war im Finale, fand ich, wieder ein bisschen aufgefangen. Nicht so wie bei der Olympia, aber schon ein bisschen aufgefangen. Und da war er auch wieder enger dran am Wesley. Aber der Vorsprung aus der Vorrunde war meines Erachtens zu groß. Und aber da hat man schon mal sehen können, dass man schon wieder ans Überlegen gekommen ist. Kann die Taille, können die Beine? Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Und deswegen, wenn beide in Topform sind, dann muss man das nochmal neu nebeneinander sehen. Jetzt ist ja eigentlich das genau das, worauf wir gewartet haben. Dass der Ramon so ein bisschen Luft lässt. Ja. Und dann haben wir unseren Urs, der kann da schön in die Lücke reinjumpen und nimmt sich den ersten Platz. Und alles ist gut und wir freuen uns aus deutscher Sicht. Was ist deiner Meinung nach bei Urs verrutscht? Jetzt kann man sagen, ein dritter Platz bei einer Arnold Tessig ist nichts, worüber man traurig sein muss. Nein. Geplant und gewünscht war es sicherlich anders, da braucht man auch nicht drum herum reden. Ja, also so ist, wie du sagst, wenn du dich dauernd unter den Top 3 in der Weltspitze platzierst, was willst du da sagen? Da ist aber genau wie du sagst, es war im Vorfeld so, man hat gedacht, es geht zwischen Urs und Ramon. Jetzt hat der Ramon eine Schwäche gezeigt und man hat gedacht, jetzt ist die Chance für den Urs, da dran vorbeizuziehen. Und dann kam der Wesley. Ja, also ich kann aus dem Pre-Judging überhaupt gar nichts erstmal erkennen können, weil der Urs hat ja sehr eingedreht zum Hauptkampfrichter gepostet, ist natürlich schon schlau, ist aber aus unserer Sicht, also da, wo die Kameraführung war, hat es extrem schmal gewirkt, weil der so schräg stand. Also das ist so, wie wenn ich moderiere. Wenn ich auf der Bühne immer Moderation mache und gucke auf die Athleten, ich sehe die auch immer so schräg von der Seite, und wenn die mich hinterher fragen, wie habe ich denn ausgesehen neben den anderen, I don't know. Mhm. Und so habe ich halt auch da drauf geguckt. Bei der Einzelpräsentation wieder dachte ich, sieht nicht schlecht aus. Oben halt wieder so ein bisschen, hier so ein bisschen, hätte ich mir mehr Fülle gewünscht. Immer so ein bisschen. Aber jetzt nicht, dass man sagen könnte, der Oster, der hat's verpasst oder hat irgendwie, nö. Da war es dann wirklich so, würde ich mal sagen, mit einer entscheidenden Pose war die Back Double Biceps. Mhm. Die hat der Urs also so zusammengeschoben, wahrscheinlich um ein so mehr Relief, also mehr so, dass da mehr passiert, und hat sie aber zusammengelassen und nicht mehr wieder den Latt aufgemacht. Und da hat der Wesley natürlich dann ungefähr die doppelte Breite erreicht. Weiß ich jetzt nicht. Man kann sagen, er hätte ihn ja sowieso in der Breite jetzt nicht da gekriegt. Und das war vielleicht eine gute Idee. Ich hätte das vielleicht eng gemacht, aber dann auch wieder aufgemacht. Also man hat ja die Posen stehen ja doch ein bisschen länger. Hätte ich jetzt vielleicht so nicht gemacht, weil ich fand, hat er sich sehr, sehr schmal gemacht. Also dadurch, dass halt die Rückenmuskulatur dann so schön eng zusammengekrumpelt war, die Schulterblätter sich fast berührt haben, da war es schon sehr schmal. Also da ist auch die V-Form dann irgendwie verloren gegangen. Also mir hat es jetzt nicht so gut gefallen und hat ihn halt gegen den, sowohl gegen den Ramon, als aber auch besonders eben gegen den Wesley, sehr schmal gemacht. Ich war auch ein bisschen vom Posing oder von der Präsentation irritiert. Du hast es jetzt schon aufgegriffen, man muss es immer differenziert betrachten. Wie du richtig sagst, du postest ja am Ende nicht fürs Publikum, blöderweise, sondern du postest halt für den Kampfrichter und der sitzt halt in einer bestimmten Position und dem versuchst du es recht zu machen. Wäre er jetzt Erster geworden und hätte sich so präsentiert, ich gesagt, der hat alles richtig gemacht. Er war aber irgendwie der Einzige, der sich so von der Seite so gestellt hat und die anderen haben das nicht gemacht. Und wenn halt nachher zwei vor dir landen, ist halt irgendwie doof. Also, sie stehen halt in der Mitte, ja, ist schon klar, aber sie haben ihm auch nicht die Chance gegeben, auch mal in die Mitte zu gehen. Sie haben ihn eher weggestellt und das bedeutet für mich, die Präsentation war jetzt nicht das, was es am Ende rausgerissen hat.
Also ich denke mal auch, wir haben ja noch mehr Fünfer-, Sechser-Vergleiche gehabt, wo Personen außen standen. Es empfiehlt sich immer, sich da ein bisschen einzudrehen. Hat der Björn ja auch gemacht, der hat sich auch eingedreht. Aber es war schon sehr extrem. Und auch die Front, Doppelbizep, die macht uns ja immer so ein bisschen eingedreht. Die war dann also aus unserer Sicht komplett weg. Der war weg, der war non-existent, genau. Am Ende so auf der Bühne. Man hat gar nicht mehr hingeguckt. Also deswegen, das ist ja aus Hauptkampfrichtersicht was anderes, aber wir haben hier gar nichts mehr gesehen, deswegen auch schwer zu beurteilen. Mhm. Ich denke halt, wenn die Kampfrichter nicht extrem nah dran sitzen, und das tun die normalerweise bei der Arnold nicht, dass sie so extrem sitzen, bei einem Fünfervergleich hätte ein bisschen weniger Eindrehen wahrscheinlich auch ausgereicht. Und die haben ja 7 Kampfrichter da gehabt, wenn die das bei der Vorstellung, wenn ich das richtig gehört habe. Das heißt auch der ganz außen links sitzt, der hat vielleicht auch so ähnlich drauf geguckt wie wir. Also der, ich weiß es nicht, ob das, aber es ist halt, wenn du da hinguckst, also ich als Fan, nicht als Kampfrichter, ich als Fan, guck dann dahin und denk mir, da bleibt mir fast das Herz stehen und ich denk mir, wow, bitte mach dich ein bisschen breiter, komm ein bisschen vor. Ja. Ohio ist ja ein Wettkampf, der ist immer in derselben Location, das weißt du ja eigentlich, was da wie passiert. Ich habe das jetzt vom letzten und vom vorletzten Jahr so nicht im Kopf, dass das ein Problem war mit dem Eindrehen. So arg. Ich sage zu meinen Athleten immer, wenn sie außen stehen, leicht eindrehen, aber das war mir zu arg. Wie gesagt, die Doppelbizze von der Front, das ist ja die erste Pose, die sie machen, die ist ja sowieso bei ihm immer eingedreht und das war, also mir war es zu viel. Wie schätzt du denn die Unterkörper-Oberkörper-Diskrepanz ein. Seine Beine sind per se stärker, das ist klar, aber ich fand es diesmal wieder unstimmiger als auch schon. Irgendwas passt im Oberkörper nicht. Wir haben einen ähnlichen Effekt bei Roman auch. Was ist das? Mhm. Kann man das sagen? Also gibt es da wirklich irgendwas, was man analysieren kann, also warum oben nicht so voll wird? Ja, ich glaube. Ich weiß ja nicht, was da genau gemacht wird, aber wir haben ja folgendes Problem. Wir müssen den Athleten, ich sage es jetzt mal allgemeiner, damit das jetzt nicht sich anhört, als wüsste ich, was die machen. Ich habe keine Ahnung, gar keine Ahnung, was die machen. Wir müssen den Athleten zum Wiegen in die Gewichtsklasse drücken. Das heißt, er kriegt wahrscheinlich vorher wenig Kohlenhydrate, keine Kohlenhydrate. Ich habe ja bei seinem Frühstück gesehen, er hat da ein paar Kartoffeln, also wahrscheinlich ganz kohlenhydratfrei werden sie nicht halten. Und er trainiert ja vorher auch noch. Meistens werden ja die Beine eher längere Zeit vom Training ausgespart. Während der Oberkörper ja meistens bis ganz zu Ende nochmal leer gemacht wird, obwohl ja schon kaum Kohlenhydrate drin sind, also so ein Entladetraining. Aber der wird halt schon auch die paar Kohlenhydrate, die drin wären, die würden ja immer noch rausgepumpt. Während bei den meisten Athleten die Beine schon in Ruhe gelassen werden. So, jetzt haben wir da biochemisch gesehen den Glykogenstoffwechsel, der seit ein paar Tagen in den Beinen schon zur Ruhe gekommen ist. Falls da irgendwelche überschüssigen Kohlenhydrate noch sein sollten, die können da drin liegen bleiben. Bei den Beinen ist der Stoffwechsel noch mit Kohlenhydraten irgendwie so minimalst wenigstens beschäftigt. Der sieht mal ein paar, die gehen dann wieder raus. Aber im Großen und Ganzen, also wenn du die Beine, der Muskel gibt ja nur Kohlenhydrate ab, wenn er auch arbeitet. Und wenn die Beine was sehen, arbeiten aber nicht, spazieren gehen, macht der Fettstoffwechsel, dann bleiben die auch da drin. Während der Oberkörper durch die Belastung die Kohlenhydrate immer wieder rausmacht. Wenn ich Pumptraining mache oder wie auch immer. So, jetzt habe ich das Wiegen einen Tag vorher bei der Arnold gesehen. Ich muss den Athlet reindrücken, weil er darf ja nur 103 Kilo oder was wiegen. Und dann habe ich aber nur noch ganz kurze Zeit zum Aufladen. Jetzt ist der Athlet in Topform. Man kann eigentlich beim Laden nichts verkehrt machen. Wenn da, also das machen die auch alles richtig, die geben ihm ordentlich Kohlenhydrate, Gott bewahre das. Was willst du da groß machen? Da gibt es ja nicht viel Spiel. Fakt ist aber, je länger in der Muskelzelle der Kohlenhydratstoffwechsel zum Erliegen gekommen ist, desto, das ist so praktisch, also Enzyme, die nicht benutzt werden, die werden erstmal runtergefahren. Und das weiß man auch aus dem Ausdauersport, wenn die diese Geschichten machen mit dem Entladen, Aufladen, da kommt es ja ursprünglich her, dass diese Enzyme wieder so 2 bis 3 Tage brauchen, bis die wieder auf Hochtouren laufen.
Deswegen lädt man ja, wenn man kann, über 2 bis 3 Tage mindestens. Geht hier aber nicht. Zeitlich nicht machbar. Ich habe keine 3 Tage, ich habe nur 1. Das heißt, man muss hoffen, dass man so eine Restaktivität noch im Muskel hat. Die Beine, die sind nicht so stark betroffen, weil die hatten ja die ganze Zeit ihre Speicher nicht komplett entleert. Aber oben, da muss man wieder bei 0 anfangen. Und immer, wenn das Glykogen mal vollständig abgebaut war, dann braucht das noch länger als da, wo noch Reste waren. Also wenn diese Glykogenkette ganz bis zum Schluss weggeknabbert ist, so ein Neuanfang ist immer schwieriger als einfach nur dranhängen. Also so kann man sich das erklären. Das heißt für mich aber irgendwie am Ende, da hat der Urs halt irgendwo aufgrund seiner Prädisposition genetisch einfach ein bisschen Pech gehabt und die anderen haben ein bisschen mehr Glück gehabt. Eventuell. Eventuell. Also manche stecken das besser weg, manche stecken das schlechter weg. Und ich meine, die Strategie, zum Beispiel beim Wesley, die ist ja super aufgegangen. Ich weiß nicht, wie viel Platz der hat zu seinem Limit, aber ich schätze mal auch nicht, dass der die ganze Zeit durchgehend Kohlenhydrate essen kann. Normalerweise, unrealistischer Vorschlag, aber ich sage jetzt mal nur normalerweise vom Stoffwechsel her, wäre es am besten, wenn man den Athlet so tief halten könnte, dass er die ganze Zeit immer ein paar Kohlenhydrate essen kann. Dazu müsstest du ihn aber noch mehr quälen, weil du müsstest ihn ja noch tiefer halten, dass er zum Wiegen hin schon ein paar mehr aufladen kann. Ja. Langsam essen. Aber das ist unrealistisch, das ist Wunschdenken. Mhm. Ja. Jetzt muss man ja fragen, ist da auch nur irgendwas gut gelaufen für Urs mit Blick auf die Zukunft? Verbesserungen erzielen ist ja schön und gut, das ist die eine Sache. Aber wenn du die nicht so richtig zeigen kannst, weil beispielsweise die Präsentation abfällt, du irgendwie obenrum nicht ganz so prall bist wie unten, warum auch immer, dann hast du halt so unterm Strich nicht ganz so viel gewonnen. Also ich meine, die Kür war natürlich wieder, also fand ich richtig gut. Ja, hat klar. Mir super gefallen. Also wenn man sagt, die Präsentation war schlecht, Pflichtposen, das ist ein Versuch, da kann man jetzt überlegen. Das entscheidet ja letztendlich auch der Coach. Vielleicht hat ihm das ja gut gefallen. Das ist ja meine persönliche Meinung. Pflichtposen kann man immer noch mal verändern. Da finde ich, ist immer Spiel drin. Da wird ja wahrscheinlich auch mal ein Feedback vom Hauptkampfrichter eingeholt werden. Und wenn der sagt, das hat super ausgesehen oder macht es anders, entscheidet ja letztendlich auch der, wie das ist. Und ansonsten glaube ich, dass so eine Muskulatur, je reifer die wird und je öfter die das gemacht hat, entladen, aufladen, desto besser wird die da auch reagieren und die werden auch immer umso besser wissen, wie die da dran gehen können an diese Aufladestrategie. Ich glaube, dass man von so einem Wettkampf immer profitiert, immer. Und was auf jeden Fall klar ist, dass hier kein Platz gesetzt ist, dass alles möglich ist. Ich meine, in dem Fall ist es halt in die andere Richtung gegangen, aber das kann ja auch bedeuten, dass man den Ramon beim nächsten Mal auch schlagen kann. Man kann ja auch immer sagen, wie wäre es denn gelaufen, wenn man es anders gemacht hätte? Vielleicht wäre es anders ja noch schlechter gelaufen. Ja, das eben. Das kannst du ja am Ende immer sagen. Genau, und wenn du halt lauter wichtige Wettkämpfe machst, dann ist halt auch keiner dabei, wo du sagen kannst, ich probiere jetzt mal was ganz Gewagtes. So, Freunde, an der Stelle ganz kurze Unterbrechung. Ich wollte euch eigentlich nur super schnell auf unsere neuesten Ergänzungen im Shop aufmerksam machen. Das wäre zum einen unser Geschmackspulver Verumlicious in insgesamt 6 verschiedenen Sorten. Die da wären, kurz aufgezählt, Cookies and Cream bzw. Oreo, Vanille, Schoko Peanut, Puddingcreme, Nougat Sensation und Milky Choc aka Kinderschokolade. Des Weiteren gibt es mittlerweile Samples für unser Verum Whey und ebenfalls ganz neu unser Clear Whey, den sogenannten Verum Juice in den beiden Sorten Tropical und Kiwi Stachelbeere. Maximus Weight Gainer ist beispielsweise auch wieder auf Lager. Wenn ihr also uns und unsere Arbeit unterstützen wollt, wir freuen uns wirklich über jede Bestellung auf gannikus-shop.com. Sparen könnt ihr mit dem Code Podcast und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt weiterhin beste Unterhaltung mit der Episode. Ich stelle noch eine Frage. Die wird sicher wieder von manchen fehlinterpretiert. Ich stelle sie aber trotzdem, weil dafür sind wir da. Kann
beziehungsweise darf, beziehungsweise sollte ein Trainer zwei Top-Athleten, die gegeneinander konkurrieren, beim selben Wettkampf gleichzeitig coachen? Das kommt sehr auf die Psyche der Athleten an. Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Coach hätte, der neben mir jemanden hat, der mich dann überholt, ich würde heulen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da musst du mental schon sehr, also es geht ja nicht darum, dass man dem das nicht gönnt. Und ich glaube auch diese ganze Geschichte, dass die beiden sich gut verstehen und dass der Urs dem Wesley das gönnt und all das Zeug, glaube ich, 100%. Also, aber im Vorfeld, wir haben ja letztens mal auch mit dem Urs drüber gesprochen, über die Taktik, komme ich vielleicht ein bisschen praller oder gehe ich lieber auf Härte, im Vergleich zum Beispiel zum Ramon. So, jetzt ist aber das Gleiche doch vielleicht auch im Vergleich, muss man jetzt überlegen, wie mache ich das im Vergleich zum Wesley? Komme ich da lieber ein bisschen praller oder komme ich da lieber ein bisschen härter? Das bespreche ich jetzt mit dir, du bist mein Coach. Und du sagst dann, ich glaube, wir kommen ein bisschen härter. Ich glaube, der Urs kommt dieses Jahr ein bisschen praller. Ja, ach so, und was macht der Ramon? Eventuell, ja. Oder was macht der Wesley in dem Falle? Ja. Also das ist sicherlich machbar, der Hani macht's auch. Wobei ich jetzt sagen muss, der Derek und der, ich glaube, die kannst du gar nicht gleich vorbereiten, weil die so komplett unterschiedlich sind. Weiß ich ja, nicht. Du kannst es ja aber trotzdem auf alles andere auch projizieren. Ich muss jetzt nicht Stefan, Urs und Wessel nehmen, ich kann auch, wie du richtig sagst, Hani mit Hardy und mit Derek nehmen. Sollte man das machen? Ich will nicht immer diese Fußball-Analogie nehmen, die ist auch nicht so 100% passend, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, Jürgen Klopp, bist jetzt Trainer von Barcelona und von Real Madrid, wir gehen jetzt ins Champions-League-Finale und du bereitest beide vor auf das Spiel. Weil das ist ja trotzdem auch ein Stück weit Taktik. Im Fußball mehr als beim Bodybuilding, ja, aber du hast Gegner, die eine gewisse Stärke und eine gewisse Schwäche haben. Und da guckst du schon auch, wie präsentiere ich jetzt mich gut, dass meine Stärke, die seine Schwäche ist, eventuell besser zum Tragen kommt. Und das soll jetzt der Trainer für zwei machen, die in der Top 3 sind. Also erstmal Hut ab, dass man zwei Athleten in den Top 3 hat. Das ja. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Ich stelle mir nur vor, ich würde das machen müssen. Ich könnte es nicht. Also ich wäre Intuit mit meinem Athleten. Und bei beiden Intuit sein, das würde mir schwer fallen. Ich glaube, als Athlet, ich hätte echt Probleme. Als Coach würde ich halt mit beiden das Beste machen, was geht. Das glaube ich. Aber es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, da muss man ein Gespräch haben mit beiden, ob die beiden sich das vorstellen können. Ich glaube, nur so geht's. Oder du musst da eiskalt sein und musst sagen, ich krieg Geld halt von beiden und ihr müsst halt zusehen, wie er klarkommt. Aber das kann ich mir dann nicht vorstellen, weil der Urs sagt ja auch immer, er ist wie sein Vater praktisch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er da einfach sagt, friss oder stirb. Da wird dann schon zieht der andere Athlet an dir vorbei. Mhm. Ja, es ist keine Ahnung, das ist ja so alles bloß Mutmaßung und Spekulation am Ende. Aber ich würde mich damit irgendwie auf keiner Seite gut fühlen, wohlfühlen. Mhm. Auf keiner, weder als Athlet noch als Coach. Also es wäre für mich super schwierig. Du hast zwei Athleten, beide Top 3, beide Weltklasse, beide beim selben Sponsor, beide beim selben Trainer. Und dann machen wir einen auf, wir haben uns alle lieb, das hat er verdient. Und wie gesagt, ich glaube das auch. Ja. Ich glaube das auch, dass das stimmt. Aber da fehlt mir so ein bisschen dieses, was in der offenen Klasse vielleicht noch mehr da ist. Ich gehe jetzt nach vorne und ich will das Ding gewinnen. Der ist nicht in meinem Camp, der ist nicht beim selben Trainer. Den mache ich weg. Und nicht dieses, ich gönn's dem so. Das ist alles sportlich fair und toll. Und das, ich finde das so, als Privatperson finde ich das alles toll. Aber Bodybuilding unlöblich. Ist halt ein Einzelsport. Ja. Da brauchst du keinen, ich will den in meiner Ecke auch haben und der ist beim selben Sponsor und wir trainieren zusammen. Ich habe das oft so, dieses Gefühl in der Classic Physik. Der eine trainiert mit dem und der andere trainiert mit dem und dann wird gelacht. Und irgendwie weiß ich nicht, ob dann jeder so endgültig diesen Schalter umlegen kann, dass jetzt auch Wettkampf ist heute. Heute ist Arnold Classic. Heute geht es um den zweitwichtigsten Wettkampf im Bodybuilding.
Ist mir alles zu nett irgendwie manchmal. Ich weiß nicht. Ja, die sagen sich vielleicht, es liegt alles in Judges Hand. Ich habe gemacht, was ich konnte. Die Entscheidung liegt ja da unten. Und es ist dann letztendlich Geschmackssache. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, für mich selber wäre es, also mir würde es schon wehtun, wenn ich das, da wäre dann auch so eine Art Eifersucht, glaube ich, würde dann so eine Rolle spielen. So. Ja. Bin gespannt, ob dafür vielleicht auch irgendwie mal ein Format geschaffen, eine Plattform geschaffen wird, dass man darüber spricht. Wie sieht das so in einem Coach aus? Wie sieht das in den Athleten aus? Wäre ja interessant zu erfahren. Also wir können ja, wie gesagt, nur drüber spekulieren. Ja. Aber ich wäre da gern so in meinem Kopf drin. Ganz ehrlich, was denkst du darüber? Fernab von diesem sportlich fairen Gedanken, toll, dass du gewonnen hast. Was denkst du darüber, dass jetzt ein Konkurrent von dir beim selben Coach im selben Lager den Wettkampf gewinnt und du hast eigentlich gesagt, der gewinnt das auf gar keinen Fall. Also ich weiß noch, wie Oos hier saß und gesagt hat, der Wesley, der gewinnt es auf keinen Fall. Jetzt hat es der Wesley gewonnen. Ja. Nicht schön, aber wie gesagt, alles mutmaßen. Vielleicht, um noch mal kurz auf Breon Ansley zu sprechen zu kommen, der irgendwie der Einzige war, der da vorne noch ein bisschen Relevanz reingebracht hat. Also Michael sah ich schon noch mal ein Stückchen noch hinter Breon. Ja. Auch ein Stückchen weit weg vom Rest, aber halt irgendwie so komplett alleine in so einem Nirvana. Hätte es Argumente gegeben, einen Breon noch vor Oos zu setzen? Also für mich auf keinen Fall. Spektakuläre Form auch, super hingebracht, die Form. Aber das Bein ist ja wirklich, da ist ja über dem Knie gar kein Muskel mehr. Sorry, also bitte nicht falsch verstehen. Aber die Beine sind wirklich so gut wie nicht mehr von vorne. Nicht mehr von Seite, hinten, alles super. Aber wenn du halt, du guckst die Athleten von vorne an, die machen Front, Doppel, Bicep und dann hast du da das Bein, was von oben nach unten so zuläuft, da, also kann ich nicht sagen, da kann ich drüber weggucken. Ne? Jetzt sehe ich das vielleicht mal so ganz, ganz, ganz objektiv. Ja, der Breon hat die schlechteren Beine, da verliert er, aber er hat halt auch einen richtig guten Oberkörper. Ja, wir sind in der Classic-Physik, wo eine Ausgewogenheit da sein soll. Und wenn eine Muskelgruppe für mich komplett fehlt, dann ist das mit Ausgewogenheit nicht mehr. Und das ist ja das auch, ich meine, das lasst sich ja schon, lasst dich schon dem Wesley an, dass es da Differenzen gibt zwischen oben und unten. Und beim Breon ist es ja, sind das ja Welten zwischen dem Oberkörper und dem Unterkörper. Von vorne. Wie gesagt, von der Seite und von hinten ist dann wieder okay. Aber das, na. Hast du Scorecards geguckt? Nee. Nicht? Mhm. Also 1 und 2 waren ja schon nicht einstimmig. Ja, Wesley ist Erster geworden mit 7 Punkten. Mhm. Ramon hatte 8. Mhm. Ja, so hätte ich mir gedacht. Schon One-Point-Decision auf jeden Fall. Ja. Oos war dann schon mit 16 auf 3. Mhm. Also da war schon deutlicher Abstand. Dann kommt Breon mit 19. Also das war schon sehr viel näher dran. Also Breon war sehr viel näher an Oos dran, als Oos an den beiden vorne. Mhm. Habe ich schon so auch gesehen, aber ich frage ja nur. Ja, ja. Die 3 Punkte hin oder her, ja, ist ein bisschen Abstand, ist kein One-Point. Aber es gab ja Leute, die gesagt haben, der Oos hätte auch weiter nach hinten können. Ja, also ich meine, ich versuche es halt immer möglichst so mit Kampfrichterkriterien zu beleuchten. Und das ist, die Leute gucken oft nach der Form. Also wenn einer eine tolle Form hat und wenn der hart kommt und wenn der überall Striche hat und so, dann ist das ja für die meisten so die halbe Miete, oder sag ich mal sogar 80%. Aber Bodybuilding ist halt nicht nur, wer seine Diät brutalst bis zu Ende gemacht hat. Da gehört schon auch ein bisschen noch die Entwicklung der Muskulatur dazu. Und das sind halt Dinge, da kann man jetzt sagen, ja, der ist aber schon älter bei Älteren. Es gibt aber keine Gnadenpunkte. Es gibt keinen Gnadenpunkt für Alter. Mhm. Das ist knallhart. Und wenn du den Athleten von vorne, da ist oben, ist der brutal massiv. Und unten, also wenn der die Pose stellt, er stellt das Bein aus, da kann man doch nicht sagen, dass da Muskeln sind vorne auf diesem Bein. Er macht schon so ein bisschen den Brandon Curry. Brandon Curry hat ja auch dieses Quad-Problem. Dann versucht er das alles mit Adduktoren auszugleichen, indem er das Bein so ganz nach außen schiebt. Illusion erzeugen, aber es ist halt nicht von der Hand zu weisen. Und wenn ich dann als Alternative jemanden habe, bei dem es nicht so ist, dann hat der für mich einen Fehler mehr als der andere.
Wie wegweisend war dieses Ergebnis für nächsten Mr. Olympia? Der Abstand auf Ramon, der ist nicht geringer geworden. Wesley ist da kurz im Dampflok-Modus vorbeigezogen. Man kann fast schon von Glück sprechen, dass noch die Arnold Classic UK kommt, wo Urs nachliefern kann, oder? Ja. Also. Du kannst es auch noch schlimmer machen, ja. Also, keine Ahnung, macht Wesley dort auch mit, dann verlierst du nochmal irgendwie gefühlt und dann wird es nicht besser. Aber du hast jetzt so die Möglichkeit, nochmal an den Fehlern, die man eventuell gemacht hat oder wo man sagt, da könnte man noch optimieren, zu arbeiten und so Wesley zu schlagen. Und dann bist du wieder im Game. Dann ist so scheißegal, was in Ohio war. Ja, bis zur nächsten Olympia ist noch lange hin. Und in dem Moment, wo halt, also wenn der Wesley jetzt noch dreimal hintereinander gewinnen würde, dann wäre schon mal, wäre es ein anderes Bild. Aber da sie jetzt offensichtlich ja auch durchmischen, ist meines Erachtens ist eher offener, als es vorher war. Weniger festgelegt, als wenn man sagt, ah, es hat der Ramon schon wieder gewonnen. Also jetzt, wenn der Siebam vielleicht nochmal startet, der kriegt ja jetzt in 3 Wochen sein Baby, vielleicht startet er auch nicht nochmal, dann ist auf jeden Fall der Ramon der Nächste. So ist schon mal klar, dass der nicht gesetzt ist. Das kann man auch so sehen. Es ist, du darfst dir auf jeden Fall 0,0 Fehler erlauben. Du musst an dir arbeiten, du musst an deiner Präsentation arbeiten. Es darf nix, aber auch wirklich gar nix verrutschen, sonst bist weg. Und nicht nur ein Platz weg, da kommen ja andere auch noch nach. Ich denke mal noch an den kleinen Brasilianer, der ist ja auch groß, der kommt ja auch noch. Wartet mal. Das ist halt so, dass ich habe mir auch die Frage gestellt, jetzt hattest du ja rein vom Prinzip her nicht die Not, diesen Wettkampf zu machen. Du bist qualifiziert, klar, wenn Arnold dich einlädt, dann gehst du irgendwie hin, fühlst dich fast schon verpflichtet. Ja. Aber wenn du den Wettkampf nicht gemacht hättest, frage ich mich jetzt kommt beispielsweise keine UK-Arnold mehr. Und das ist das, womit wir jetzt quasi in der Zukunft arbeiten müssten, bis hin zum Mr. Olympia. Dann hast du meiner Meinung nach eher an Boden verloren als gut gemacht. Aber ich glaube, als Athlet denkst du, dass der Ramon ist nicht unschlagbar. Du musst nicht so dabei denken. Und dann habe ich jetzt da die Chance, was gut zu machen. Und ich muss was probieren. Ich muss was anders machen, als ich bei der Olympia gemacht habe. Wann soll ich das tun? Jetzt bin ich noch in diesem Flow. Das ist halt das Schlimme. Du musst ja präsent sein. Du musst dich zeigen. Du musst dich den Kampfrichtern zeigen. Du musst dich dem Volk zeigen. Das ist ja undankbar, wenn du in diesem Sport, wenn du einmal oben in der Spitze bist, wenn du da sagst, oh ja, ich mache jetzt mal nix. Hey, ruckzuck haben die 5 neue Gesichter überholt und kein Mensch will es mehr sehen. Das ist halt so undankbar alles. Mit, ich mache mal Pause und dann gucke ich mal, wie ich stärker wiederkomme. Noch dazu mit dem Gewichtslimit. Wo willst du denn stärker wiederkommen, wenn du schon ausfüllst? Ah, das ist alles sehr, sehr schwierig. Aber eine Pause wäre wahrscheinlich, also einfach mal so, gar nicht mal, um jetzt irgendwie toll aufzubauen, aber so einfach mal um auch mal mental mal für die Birne. Ja. Einfach mal auf eine andere Schiene zu kommen. Ich mache mal eine Zeit lang einfach mal ein bisschen, lass mal ein bisschen den Druck raus. Ja, also du darfst ja nicht vergessen, was bei Urs jetzt so die letzten 3 Jahre passiert ist. Der geht mit Jay Cutler essen und schüttelt irgendwie Arnold die Hand und wird auf Deutsch irgendwie voll getextet von einer Bodybuilding-Legende. Das darfst du ja alles nicht vergessen. Ja. Wie wirkt das auf einen Mitte-20-Jährigen? Da musst du ja unfassbar stabil sein. Ja. Und ich glaube halt, das, was sie beim Olympia vielleicht nicht 100% richtig gemacht haben, da haben sie ja gezeigt in den Folgewettkämpfen, dass sie es besser hinbekommen. Und dann hast du aber halt immer auch dieses, ich bin jetzt auf der Texas Pro und ich bin jetzt auf der Arnold Classic. Das sollte eigentlich für dich als Superstar-Athlet dasselbe sein, weil du stehst halt irgendwo auf der Bühne und präsentierst deinen Körper. Aber ist es ja nicht. Brauchen wir jetzt nicht davon reden, dass wenn Arnold irgendwie da steht und ein Selfie-Video macht, dass das was anderes ist, als irgendwie da in der Walachei in Texas auf einem Wettkampf zu stehen, wo du sowieso weißt, das Ding, das gewinne ich. Ja, und ich meine, was man ja so vielleicht beim Zuschauen auch immer vergisst, dass man da ja ständig auf Diät ist. Du kriegst nichts zu essen.
Ja. Nicht mal, also die meisten Menschen schaffen ja nicht mal, wenn man ihnen sagt, sie sollen mal einen Tag nichts essen, muss ich mal an unsere Studenten denken, die sollten mal zu so einem Insulinversuch morgens nüchtern kommen, da musste man ihnen versprechen, dass es danach einen Brunch gibt, sonst hätten die es nicht mal geschafft, bis um 10 oder um 12 am nächsten Tag nüchtern zu bleiben. Das ist ja sowieso das, da frage ich mich teilweise immer, wozu seid ihr eigentlich zu gebrauchen? Ich gehe ja immer morgens ins Training und wie viele Leute mich da immer fragen, kannst du da Leistung bringen? Ich könnte ohne Essen nicht ins Training. Da denke ich mir immer so, lass mal einen Krieg kommen. Was passiert denn mit euch, wenn ein Krieg kommt? Ja, ich habe jetzt kein Frühstück bekommen, ich bin irgendwie nicht ready. Aber du hast vor 8 Stunden das letzte Mal gegessen. Also, du wirst ja wohl schaffen, irgendwie ein bisschen Sport zu machen. Da hast du doch Bock drauf. Ja, ohne meine Haferflocken kann ich nicht ins Gym. Da frage ich mich teilweise sowieso immer, aber ja, das ist so über Wochen ja eine Ausnahmesituation. Nicht, ja. Ich habe einmal irgendwie nicht mehr Porridge gekriegt, da drehen ja die meisten ja schon komplett hohl. Ja. Ja, es ist schwierig. Also ohne das jetzt zu negativ für uns sehen zu wollen, was man wahrscheinlich doch unterm Strich festhalten kann, der Gewinner des Wochenendes ist Wesley. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und eigentlich auch, wie gesagt, zu Recht. Also ja, formtechnisch super und auch alles danach. Es war nicht irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, es war gespielt oder irgend sowas in die Richtung. Das ist ein bodenständiger, von Grund auf authentischer Typ, auch Familienvater. Alles, was er da gesagt hat in dem Interview, unglaublich unaufgeregt, sympathisch. Ich kann da irgendwie gar nichts finden, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich kritisieren. Ja. Ja, tolle Erscheinungen gewesen, also ja. Und vor allen Dingen also wirklich ein Wow-Effekt auf der Bühne. Das muss man jetzt echt mal sagen. Ja. Dann lass uns den Schwung rübernehmen. Wir betrachten noch die Men's Open. Gewonnen hat da Hadi Chopin vor Samson Dauda. Dritter wurde Rafael Brandao. Vierter John De La Rosa. Fünfter James Hollingshead. Und sechster Akeem Williams. Andrew Jack war nicht dabei. Ja. Nexilla war nicht dabei. Ja. Nick Walker war nicht dabei. Insgesamt waren es 10 Athleten, weil der Amateursieger von letztem Jahr auch spontan verhindert war irgendwie. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ich glaube, der hätte jetzt das Line-Out auch nicht aufgewertet. Das kann man auch sicher sagen. Ja. Was hat dir gut, was hat dir schlecht gefallen? Wie siehst du das Line-Up in der offenen Klasse ganz allgemein? Also was mir richtig schlecht gefallen hat, war, muss ich jetzt echt wieder sagen, das Licht war eine Katastrophe und das hat wirklich geschadet. Zum Beispiel dem Samson. Ja, aber worüber reden wir da? Es kann doch nicht sein, dass wir bei einem Wettkampf von dem Prestige es nicht schaffen, da irgendwie einen hinzustellen, der das vielleicht schon 2-3 Mal in seinem Leben gemacht hat. Weil es gibt ja Shows, da ist es gut. Und es gab in der Vergangenheit auch Shows, da war das gut. Warum kann man nicht sagen, guck mal, New York Pro 2011, lebt der noch, der das damals gemacht hat? Lass uns den mal fragen. Keine Ahnung. Das ist so eine Sache. Weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, es herrscht eine weltweite Pandemie. Okay, verstehe ich. Also, aber wir reden hier von ein paar Scheinwerfern. Ich war schon mal auf der Arnold Classic, da es der Matthias gewonnen hat. Da ist der Strom für mehrere Stunden ausgefallen. Da wussten wir gar nicht, ob wir noch überhaupt mal weitermachen können. Jetzt nur so viel dazu. Ja, eben. Matthias Bottow ist ausgefallen. Der nächste Gast im Garnikus Podcast kann ich an der Stelle droppen. Aber ja, so über. Weil es geregnet hat. Scheinwerfern. Ja, also ich habe oft den Eindruck, dass das dem geschuldet ist, dass die Werbung so eine große Bedeutung gewonnen hat und dass dieser Bühnenhintergrund eben von diesen Werbesponsorpartnern da ausgeleuchtet und bestimmt wird. Ob das vielleicht daran liegt, dass man nicht mehr drauf guckt, wie haben die Athleten das beste Licht, sondern wie kommt der Werbepartner am besten zur Geltung? Aber gut. Müssen sie vielleicht einfach irgendwie das splitten mit der Werbung? Dann müssen sie die einblenden beim Stream auf eine andere Art und Weise, dass man es am Licht nicht sieht, sondern du hast es irgendwie als Wasserzeichen irgendwo drin. Das machen sie ja bei Fotos auch. Und dann musst du es für die Venue vor Ort nochmal so machen, dass die Leute, die halt dran vorbeilaufen, das irgendwo anders sehen. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass nachher irgendein komplett Blinder, der halt da Geld dafür bezahlt, dass er als Werbeträger irgendwo drauf ist, dass der dann die beste Experience hat. Oh, cool, ich sehe da mein ESN-Logo im Hintergrund. Also wir wissen ja nicht, wie es, also ich weiß zum Beispiel nicht, ob der im Saal, ob es da besser war, aber ich fand es halt wirklich eine Katastrophe für jemanden, der so dunkelhäutig ist wie der Samson, der
überhaupt keine andere Wahl hat, als so prall dahin zu gehen, dass er fast platzt, weil eine fein gefiederte, so eine ganz feine Härte, die würde man bei ihm überhaupt gar nicht sehen können, weil er es nicht ausgeleuchtet ist. Und er kann ja nicht sagen, ich komme heller. Kann er ja nicht. Und dann hat er nur eine einzige Wahl. Er kann richtig viel Öl drauf machen. Also er ist dann wie so ein Apfel, so eingeglazed. Mhm. Und dann sagt man, das ist aber ein bisschen viel Öl. Was hat er denn für eine Wahl? Ja, sonst ich habe es ja auch gesagt, so, der sieht unfassbar glänzig aus wie eine Speckschwarte. Das ist irgendwie auch nicht cool, aber es wird wahrscheinlich noch besser aussehen, als wenn er es nicht machen würde, weil Akeem Williams, der ist ja auch schwarz. Samson Dowder, der ist schon schwarz-schwarz, muss man sagen, leider. Also der hat da echt richtig Pech gehabt. Ja, und das siehst du nichts. Für Bühnensport jetzt, also... Ja, da siehst du nichts bei so schlechtem Licht, gar nichts. Ja. Und wenn er halt dann ordentlich Glanz drauf hat, dann hast du noch wenigstens eine Chance, da verschiedene Konturen zu sehen. Und das finde ich halt, und du hast ja gesehen, der Hardy daneben, der hatte ja eine ziemlich helle Farbe und da hast du alles gesehen. Wenn der die gleiche Hautfarbe gehabt hätte wie der Samson, dann hätte man von dem auch nur die Hälfte der Striche gesehen. Und das, finde ich, geht halt gar nicht. Also, war gut. Also das hat mich negativ. Also das hat mich echt richtig geärgert. Mhm. Nichtsdestotrotz hat der Hardy natürlich verdient gewonnen. Es hätte ihm auch nichts geholfen, dem Samson, wenn er mehr Licht gehabt hätte, weil er einfach nicht die Condition gehabt hat, die der Hardy gebracht hat an dem Tag. Wie siehst du denn das Line-Up allgemein? So von der Qualität war das jetzt unfassbar gut? Eigentlich nicht, oder? Ah ja, aber ich muss jetzt echt sagen, so richtig gutes Line-Up, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Ich glaube, das Line-Up, das wäre schon einfach besser, ganz unabhängig von den Namen, wenn da jeder mal Topform bringen würde. Also es kommen ja manchmal auch irgendwie aus der Versenkung Leute, wo du sagst, vom Namen her hatte ich den jetzt nicht auf dem Schirm, aber der sieht richtig gut aus. Also in dem Song, der Rosa hat uns ja beide überrascht. Ja, man kann ja jetzt ganz transparent sagen, dass wir uns da im Vorfeld so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, weil wir nicht gesehen haben, wie der das irgendwie da vorne in den ersten Callout schaffen soll. Ja. Aber da war er irgendwie zurecht. Das kann man jetzt nicht unbedingt abschalten. Da muss man leider sagen, wir haben uns geeinigt, wir haben keine Ahnung. Also die Beine sahen wirklich auf den Fotos, die man im Internet gesehen hat, wirklich schlechter aus als auf der Bühne. Ich muss aber jetzt auch wirklich mal sagen, diese ganzen Prognosen, die werden immer schwerer. Mhm. Einfach aufgrund des Internets. Ich sage jetzt nicht, Internet ist per se schlecht, aber die laden da Sachen von sich hoch. Da gibt es Künstler, die schaffen das. Hier Marcelo de Angelis, da der Horace MD, der schafft es, irgendwelche Bilder hochzuladen, wo du denkst, boah ja, Top 3, auf jeden Fall. Und dann hast du so einen John De La Rosa, den guckst du dir an, neben Formbildern von einem Akeem Williams und fragst dich nur so, wird der jetzt 9. oder wird der 10.? Vielleicht schafft er es auf 8 und dann zieht er nachher an dem vorbei. Du kannst es nicht mehr einschätzen. Also diese Prognosen, die sind im Endeffekt, und ich habe ja in den News irgendwie ein Gewinnspiel gemacht, wer die Top 5 richtig tippt. Ich glaube, das hat für beide Klassen keiner geschafft. Es wird immer schwieriger. Du lässt dich da sehr, sehr, sehr stark beeinflussen von diesen Jim Hero Picks. Und am Ende ist halt das auf der Bühne, was zählt. Ja, und das hängt ja wohl nicht nur mit den Bildern zusammen, sondern auch mit den Manipulationen da in den letzten Tagen. Und angeblich, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, war das ja bei dem Horse MD so, dass der zum Milosch gewechselt ist, erst in den letzten 4 Wochen, der ihn ja vorher immer nur so nebenbei beraten hat, und dass dann irgendwas mit dem Carb-Arm schief gegangen ist. Ach was. Ach was. Deswegen ist der James auch vor ihm gelandet jetzt am Ende, weil der James hat irgendwie die Reißleine gezogen und hat gedacht, so, Fläschchen Insulin zum Carb-Up, lass mal lieber weg, weil das könnte vielleicht komisch werden. Aber ja, also man kann jetzt nicht abstreiten, dass man das teilweise sieht, wer bei wem im Stall betreut wird. Samson ja auch dasselbe. Gut, aber der hat keine Wahl. Wenn ich das sage, ja, bei den Lichtverhältnissen muss der prall und vollkommen. Ja, aber lass den noch mal hier 3 Runden Pausen mit Hardy. Wir haben es ja gesagt. Dann machen wir wirklich Last Man Standing. Dann läuft der aus und kommt nicht mehr zur Ruhe. Der kommt völlig aus der Puste. Und ich bin fest davon überzeugt, mit Hardy Chopin machst du das die ganze Nacht. Ja,
Der steht völlig unbeeindruckt. Ja. Ich meine, im Gegensatz zu Olympia, wo ja der Samson innerhalb von 2 Sekunden, so wie eine Frau in Wechseljahren, das Wasser verloren hat, hat er sich aber diesmal wirklich noch tapfer gehalten. Also das war ja wirklich schlimm da. Da konntest du ja gar nicht gucken, wie der ausgelaufen ist. War es diesmal ein bisschen besser? Auch wenn die Scorecards recht eindeutig waren, man kann sagen, hinter Hardy und Samson kam dann trotzdem auch erstmal nichts, oder? Ja, der, ich meine, der Raphael ist echt der schönste von allen. Der hat 15 auf der Scorecard stehen, aber ich finde immer noch zwischen, zu dünn ist. Aber ich finde, zwischen ihm und Samson ist schon noch mal ein größerer Abstand, als dieses 15-15 jetzt auf der Scorecard vermuten lassen würde. Wenn du es angeguckt hast, wenn du jetzt drauf guckst auf die Scorecard und du hast es nicht gesehen, hätte ich jetzt schon gedacht, der ist eher an den anderen noch so dran. An einem John. Aber 15-15, das ist ja genau der dritte Platz. Es ist genau der dritte Platz, aber ich hätte jetzt gedacht, dass er näher noch an John De La Rosa dran ist, an dem James Hollingshead. Jetzt aber nein. Jetzt guck mal. Erst wollen wir ihn jetzt lernen lassen und jetzt wissen. Ja, er ist schon. Ich mag ihn ja. Ich finde ihn ja unfassbar schön. Ja. Aber er ist halt trotzdem relativ dünn immer noch für die offene Klasse. Aber und so ein John De La Rosa, der ist schon so, weiß ich nicht. Und das sage ich als jemand, der sich so ein bisschen süffisant lustig drüber gemacht hat. Also er sah schon spektakulär aus, da gibt es nichts. Also das war die Überraschung für mich im Open. Ich dachte erst, was ist denn das? Das ist ja der De La Rosa. Mhm. Wow. Also ich sah, habe den gesehen. Die Top 3 waren nicht. Ich habe ihn gesehen so auf 9 oder 10 im Vorfeld. So Vorfeld, mit Justin Rodriguez. So mit Justin Rodriguez. Für mich sowieso, da gibt es gar keine Diskussion, dieser Justin Rodriguez, der muss für mich mit Bodybuilding aufhören. Gut, wir brauchen auch immer jemanden, wenn alle aufhören würden, die nicht eine Chance auf die Top 3 haben, dann wird es ja auch langweilig. Ja, aber der ist ja nicht mal Letzter geworden. Das ist ja noch das. Ist ja irgendwie Achter geworden. Echt? Ja, und das mit diesem Schildkrötenpanzer, das ist für mich schon schwierig zu glauben. Dann hat er noch dazu keinen Trizeps, hat er wirklich gar nicht. Das ist wie wenn du dann eine flache Kante hast. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich auch eingeschossen auf den. Aber ja, gut, aber ich kann an ihm auch nichts finden. Für mich macht der Raphael auf jeden Fall alles richtig. Ja. Trotzdem. Ja. Weil der macht es so allmählich, so stetig mit der Verbesserung, dass er sich nicht seine Linie zerschießt. Ja. Da kommt Jahr für Jahr ein bisschen was dazu. Ich hoffe, es kommt immer weiter was dazu, weil dann kann der das Ding auch irgendwann gewinnen. Auf jeden Fall. Also das ist einer von den wirklich schönen Athleten mit einer schönen Linie. Da ist alles dran. Wenn das gleichmäßig einfach so weitergehen würde, wäre optimal. Mhm. Ja. Warum hat Hardy das Ding deiner Ansicht nach gewonnen? Also zum einen mal war es auf jeden Fall die Form, die Condition, die Taille war schmal, die Form, also der war absolut fettfrei, der war hart, der war prall genug, er war ein bisschen noch mal ein bisschen gedownsized von der Olympia, fand ich jetzt nicht mehr ganz so wuchtig, aber es ist ihm gut bekommen, weil es in der Mitte auch weniger war. Die Ölschultern waren, fand ich jetzt noch mal ein bisschen kleiner. Vor allen Dingen, weil der Samson, als er rauskam, brutal nachgelegt hatte. Da war also auch so eine Kante da oben. Und also, was man auch klar sagen muss, wenn er diesen Wettkampf nicht gewonnen hätte, dann wäre es auch politisch zu sehen gewesen, dann hätte er auch aufhören können. Weil das mit Derek war schon hart. Und wenn er jetzt in der Form den Samson nicht hätte schlagen können, dann hätte ich mich gefragt, wo soll der Junge noch hingehen? Was soll der noch machen in diesem Sport? Das ist ein Zeichen. Ja, das wäre so ein Wink mit dem Zaunfall gewesen. Die größeren Wettkämpfe, die brauchst du einfach gar nicht mehr ansteuern, weil dich wollen wir nicht mehr haben, weil, keine Ahnung, du bist letztes Mal zu früh abgehauen und warst sauer. Ja, also das, ich glaube, also sowas, glaube ich, spielt eher weniger eine Rolle, dass er dann gegangen ist. Sieht man ja. Ja, ja, aber das habe ich ja da auch schon gesagt. Er hat gratuliert und er ist dann gegangen, ja, mein Gott. Der Fuhrer hat ja gesagt, oh, hoffentlich bleibt noch jemand zum Gratulieren.
Nimmst du Hardy jetzt mal ganz ehrlich, nimmst du Hardy so negativ wahr, wie es manche andere tut? Es war ja schon die Rede davon, dass ihm da der Abgang vom Olympia eventuell so teuer zu stehen kommen könnte, dass er da jetzt bei der Arnold nichts reißt. Aber ich sehe ihn echt überhaupt nicht kritisch, muss ich sagen. Das war super sympathisch, auch mit dem hier Most Muscular Award, als die Frau von Franco Colombo auf die Bühne gekommen ist. Ich sehe da echt überhaupt nichts Verwerfliches. Also, ich habe es ja dann nach der Olympia schon gesagt, ja, hätte man vielleicht nicht machen müssen, aber er hat dem Sieger gratuliert, er hat sich verabschiedet und ist gegangen. Dass man so ein bisschen menschliche Regung bei einem Athleten auch mal sehen darf. Ja, ich bitte dich. Ich habe schon Athleten gesehen, die mit Pokalen geworfen haben und ich habe schon Athleten gesehen, die mit ganzen Einrichtungen im Zelt geworfen haben. Also, ja. Was ich eher, glaube ich, für einen Athleten als negativ ansehe, ist, wenn man zur Arnold Classic nicht kommt, weil man gerade was Besseres zu tun hat. Weil da geht es immer um Strafe. Muss der da Strafe bezahlen? Ich glaube, der muss keine Strafe bezahlen, das ist scheißegal. Aber sowas merkt sich doch ein Veranstalter. Du zahlst eine Strafe. Genau, ja nicht, du bezahlst sie mit der nächsten Platzierung. Ja. Genau, das glaube ich, sowas spielt eine Rolle. Und wenn du so jemand wie der Hardy, der hat seine Fanbase und ja, der ist jetzt vielleicht, aber die sagen auch immer, der bleibt immer und der ist freundlich zu den Leuten, wenn man sie trifft und ja, meine Güte, was willst du denn von jemandem erwarten? Nicht alle sind so umgängig. Da habt ihr ja letztes Mal auch drüber gesprochen, wenn man Brian Short zur falschen Zeit trifft, dann ist er auch nicht vielleicht der Publikumsliebling. Ja, wie ist denn Brian Shaw, wenn man ihn so trifft und der ist gerade gut gelaunt? Ist er ein schwieriger Charakter oder war das jetzt wirklich so out of space, wie ich das erlebt habe? Also das muss ich jetzt echt mal sagen. Also das habe ich ja auch mit dem Heinz, wenn wir, als der noch aktiv war, wenn wir irgendwohin essen gegangen sind. Und du hast dein Essen in der Hand. Und dann kommt einer und sagt, er möchte ein Foto. Dann denkst du dir, ist ja eigentlich kein Problem, du machst das Foto. Aber wenn sich einer traut, den Brian Shaw anzusprechen, ich möchte ein Foto, dann kannst du davon ausgehen, dass in dem Moment das Eis gebrochen ist und das ganze Lokal dann ein Foto haben will. Da geht es nicht darum, dass ich dem einen das Foto nicht mehr geben möchte, sondern dass du dann nicht mehr zum Essen kommst. Und ich glaube, davon kommt sowas. Er hätte natürlich sagen können, ich esse jetzt schnell und dann sage ich Bescheid, dann machen wir das Foto. Das ist halt das. Aber dieses, du kennst das doch, wenn irgendein Star ein Foto macht, und dann, oh, guck mal, der macht das jetzt. Dann trauen sich alle. Und dann kriegst du keine Chance mehr, dich nochmal hinzusetzen. Oder du bist dann zum nächsten unfreundlich. Ich glaube eher so. Oder du machst halt alle Fotos, weil du bist da. Das ist du halt später, weil du machst dort nicht mit. Stimmt, aber jetzt hast du da bei der Arnold Classic da vielleicht moderiert. Du bist Strongman, du musst alle paar Stunden irgendwas essen. Es gehört ja auch dazu, weil du machst vielleicht da nicht mit. Aber du hast natürlich auch ein Essensschedule. Und dann kriegst du da, also bei der Arnold Classic, das habe ich auch schon erlebt, du gehst mit dem Strongman irgendwo hin zu einem Event und dann kriegst du da ein belegtes Brötchen. Und bist aber 5 Stunden lang auf diesem Event gefangen und kannst nirgendwo hin. Dann hast du 2 Mahlzeiten schon mal ausgelassen, weil du da schon Autogramme gegeben hast. Bist froh, wenn du da rauskommst. Also man weiß halt die Umstände nicht. Natürlich kann man es anders machen. Aber manchmal steckt man nicht drin, was da in dem Vorfeld gewesen ist. Sind auch nur Menschen, meine ich, habe ich genau, gesagt, sind auch nur Menschen. Genau. Aber ich habe es halt in dem Moment sehr negativ wahrgenommen. Ja. Deswegen hätte mich jetzt interessiert, wie ist so ein Brian Shaw privat? Also der Brian Shaw ist jetzt nicht der offenste, sagen wir es mal so. Also es ist nicht wie der Eddie Hall. Der Eddie Hall, der macht, mit dem sitzt im Hotel, da macht der nur Blödsinn in der Lobby. Also mit dem kannst du einfach nur Spaß haben. Mit dem hätte ich Spaß, glaube ich. Ja, 100%. Oder auch zum Beispiel der Citrona Savitzkas. Da denkst du immer, das ist so ein mürrisch. Mit dem kannst du einen Spaß haben. Das ist unglaublich. Der Brian Shaw, ich weiß nicht, den kenne ich aber auch nicht so gut. Aber er ist schon eher so mehr so für sich. Mit den Amis. Die Amis sind immer so mehr so für sich. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs in den Strongman-Sport. Ja. Wir bleiben beim Mr. Olympia, sage ich schon, bei der Arnold Classic. Offene Klasse. Was hat Samson falsch gemacht, dass er noch nicht Mr. Olympia und nicht nochmal Arnold Classic Champion geworden ist? Kann man das sagen? Ja, kann man. Ja? Also auf jeden Fall muss er an seiner Form arbeiten, also Conditioning.
Auf jeden Fall. Und er muss gucken, dass der Bauch nicht noch mehr explodiert. Weil ich habe das ja schon, als er das erste Mal gestartet ist, also richtig bekannt geworden ist, habe ich gesagt, der Bauch geht über, für mich überhaupt gar nicht bei der Lat-Pose. Das wird natürlich heute immer so ein bisschen locker gesehen, weil er eine schmale Taille hat. Aber der Bauch ist schon wirklich hardcore. Den muss er im Griff haben. Das wird sonst ein Problem. Und der wird was nicht macht weniger. Man jetzt? Muss er weg von Milos? Nein. Sie müssen halt noch mal ein bisschen vielleicht weniger Gas geben. Weil er sieht ja schon immer richtig, richtig krass aus, wenn man so diese Gym-Pics sieht. Da ist er irgendwie auch hart und prall. Und dann siehst du ihn auf der Bühne, dann sieht er irgendwie aus, als hätte er sich eingeschmiert mit 3 Pfund Butter. Und auch wenn der Hardy dann seinen Serratus zeigt und du guckst bei Samson an die gleiche Stelle, denkst du bloß so, okay, du gewinnst hier heute leider nicht. Deswegen, also es ist ja kein Masseproblem. Er muss sich einfach ein bisschen darauf fokussieren, dass am Schluss halt nicht so viel Butter auf den Bauch kommt. Ja, es ist halt wirklich so, wenn du es dir anguckst über Stream, wir haben es ja leider beim Mr. Olympia auch nicht direkt in erster Reihe gesehen, deswegen du kannst auch da nur auf den Stream gehen. Ja. Aber offensichtlich sehen es die Judges genauso, weil sonst hätten sie ihn gewinnen lassen mit dem Argument, so ey, in echt sieht er unfassbar krass aus. Ja. Er sieht irgendwie halt aufgeblasen aus und das braucht er eigentlich nicht, weil er ist so massiv schon. Er hat doch alles. So erdrückend. Also eigentlich muss man sagen, Hardy darf dich nicht schlagen. Mach deine Hausaufgaben. Also ey, wir sind doch im Open Bodybuilding. Der ist groß, der ist massiv, der hat alles. Normalerweise würde man sagen, allein schon von der Größe, das ist ja so, als ob man einen Sandtiger stechen macht. Da muss er den ein bisschen über den Kopf streicheln und muss sagen, schön, dass du auch mitmachst, aber so wär's. Ja. Überleg mal nochmal 2,12, weil wir sind hier sowas, genau. Klasse. Genau. Wie beim Gesamtsieger stechen. Ja. Ihr macht halt auch mit die kleinen Klassen. Ja, schön, dass ihr auch dabei seid, aber ich bin 1,90 Meter groß. Das ist hier eine ganz klare Kiste heute. Und das sehe ich halt nicht. Und da kam ja jetzt auch wieder so ein Stück weit dieses Negative über Hardy zum Tragen. Da war ja wohl, das hast du mir dann gesagt, bei diesem Meet and Greet. Ja. Der Hardy irgendwie nicht bis zum Schluss da, der Samson schon. Dann habe ich zu dir gesagt, so ja, wer hat gewonnen jetzt? Ja. Wer war essen, als der andere noch Autogramme geschrieben hat? Alles super. Da sind wir ja nachher auch wieder bei dem, wo ich jetzt noch sage, Brian Shaw, toll, dass du kein Foto gemacht hast. Ja, wer gewinnt nachher 300.000 und hat halt irgendwie so, weiß nicht, 15 Fans enttäuscht? Ja, du musst halt abwägen. Im Endeffekt bist du Sportler, du bist Superstar-Athlet. Muss ich jetzt essen, muss ich jetzt regenerieren, muss ich mich jetzt konzentrieren, Beine hochlegen, dass das morgen wird? Oder schreibe ich halt noch weiter bis zum Schluss Autogramme? Ich weiß nicht, wie viel das dann nachher reinspielt in sowas, aber auf jeden Fall. Wenn du deinen ganzen Abend die Beine in den Bauch stehst und du kannst sicher davon ausgehen, dass beim Hardy die Schlange ungefähr 10-mal so lang ist wie bei, keine Ahnung. Ja. Der steht dann halt auch mal bis mitten Justin in der Nacht. Justin Rodriguez. Zum Beispiel. Ja, und dann steht er halt mal bis mitten in der Nacht. Foto, Foto, Foto. Und die Beine, du merkst, wie die Beine zulaufen. Na. Nö, also ich glaube, der Hardy hat halt gesagt, ich gehe jetzt hier noch mal ein bisschen runter, 4 Pfund, und ich schmeiß dir jetzt meine Härte ins Gesicht. Und der Samson hat halt irgendwie nicht überlegt, was mache ich jetzt taktisch? Jetzt sind wir wieder bei der Taktik. Einfach mal nicht so aufgeblasen kommen, wirklich auch runterziehen, abziehen, weil die Masse habe ich eh, ich erdrücke ihn sowieso, wenn ich möchte. Und am Ende sieht man ja, wer recht behalten hat. So. Ich wollte gerade sagen, ich als Coach würde das gar nicht erlauben, dass der da steht und sich die Füße platt steht und die Beine im Bauch steht. War der Milos da? Das weiß ich jetzt gar nicht. Alles schwierig, alles irgendwie schwierig. Hani war da, das weiß ich. Ja, der war da, der hat ja auch kommentiert und ja. Milos weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall weiß ich ja gar nicht, ob die da Mitspracherecht haben über ihre Form. Also wenn du sagst, ich entscheide jetzt mit oder ob der Coach sagt, wir machen jetzt so und so und du siehst dann so aus, wie ich mir das vorstelle. Mhm.
Willst du deine Gains und deine Performance im Gym aufs nächste Level bringen? Wenn sich das gut anhört, dann helfen wir dir im Gynikus Coaching dabei, genau das zu erreichen. Wir erstellen einen Trainings- und Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist und betreuen dich in einem echten 24/7 erreichbaren Coaching. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung, dort kannst du ein Erstgespräch mit mir buchen. Wir tauschen uns ganz unverbindlich über deine Situation aus, besprechen deine Ziele und schauen, wie wir dich bestmöglich unterstützen können. Was ich krass fand, Akeem wird ja immer als sehr massiver Athlet geführt, zu Recht auch. Ja. Aber wie viel massiver Samson ist, war schon brutal anzusehen. Auch wenn sie jetzt nicht die meiste Zeit nebeneinander standen. Ich meine sogar überhaupt gar nicht direkt nebeneinander standen. Aber so dieser Effekt, wenn du bloß von der Mitte auf Samson guckst und dann ist so einer frei und dann kommt der Akeem. Und Akeem ist so einer der massivsten, auch einer der stärksten Bodybuilder im Game. Samson hat so viel Masse, der braucht diesen brutal. Look gar nicht. Diesen aufgeblasenen. Der muss eigentlich runterziehen, dass er richtig, richtig, richtig hart ist. Aber dann eventuell raubt ihm irgendein Dödel, der das Licht falsch ausstellt, seinen Spot. Ja. Ja. Schon, ist schon blöd, weil eigentlich hat er alles. Ich bin ja kein großer Hardy-Fan. Man muss aber da ganz klar anerkennen, das ist so eine klare Kiste gewesen. Ja. Sehe ich auch so. Also ich denke auch, wenn der mal ein bisschen weiter runtergehen würde, dann könnte vielleicht auch nicht so viel passieren, wenn er dann auflädt und dann wäre es frei und hart. Was hätte Nick Walker in dem Feld gerissen? Oh, das fragst du jetzt mich, wo ich der überhaupt kein Nick Walker-Fan bin. Der war ja auf der Bühne und hat da kurz auch eine Most Muscular rausgehauen. Also der ist auch gut im Futter, kann man sagen. Mhm. Also für mich, gut, ich meine, Raphael wäre wahrscheinlich zu dünn, aber für mich wäre der da nicht an Hardy nicht vorbeigekommen und für mich auch nicht an Samson. Also ich hätte gesagt, auf jeden Fall Raphael hätte überholt, ganz klar. Ja. Dann ist halt aber so die Frage, in diesem Dreiervergleich mit einem großen Samson Dowder und einem eher kleinen Hardy Chopin, matcht er halt den Hardy Chopin, der in dem Fall ja besser ist als der Samson besser. Ja. Danach guckst du ja auch immer, wo ist die Vergleichbarkeit? Ja. Aber eigentlich nicht, also brauchen wir jetzt nicht drum rumreden. Nick Walker, der ist dort schon irgendwo zurecht, weil er einfach unfassbar diszipliniert ist. Der ist ein Arbeitstier. Ja. Aber ist halt, selbst für die offene Klasse, schon ein hässlicher Vogel teilweise. Von der ganzen Muskulatur. Es hat super, super viel Gewalt. Ja. Und er wird wahrscheinlich von der Härte her, von dieser filigranen Härte, nicht an den Hardy drankommen. Und dann haben wir vorne den extrem harten Hardy, dann den extrem massiven Samson und dann kommt der Nick mit massiv und gut in Form. Dann bleibt fast nur der Dritte. Wo willst du den dazwischen tun? Das geht ja fast gar nicht. Also es ist sehr schwierig. Ja, ist ja auch da wieder nur Mutmaßung. Ja, wer von den Athleten hat dich sonst noch positiv oder negativ überrascht? Fällt dir auf Anhieb was ein? John De La Rosa war positiv auf jeden Fall. James hätte ich auch gesagt. Ja, ja. Also bei James hatte ich mir eigentlich immer gedacht, dass er vielleicht so von der Rückenmuskulatur mit den anderen nicht so gut mithalten kann. Das fand ich erstaunlich gut, wie er trotzdem da mitgehalten hat. Also der hat mich auch positiv überrascht. Form war gut. Und also ich habe ja bei der Olympia auch ihn weiter vorne gehabt, also im Wunschdenken weiter vorne gehabt, als er war. Da hast du ja auch nochmal gesagt, ja du. Aber trotzdem habe ich gedacht, der sieht... Er macht sich sehr gut an dem Feld. Hat mir sehr gut gefallen. Fünfter mit 53 Punkten. Ich glaube, da ist eh schon. Das war schon noch wieder wo ganz anders von den Judges eingeordnet. Die waren schon weit weg vom vorderen Feld. Ja. Aber ich finde halt, ich will immer nicht so dieses PED-Thema aufmachen und auch dieses Side-Enhancement-Ding, aber bei James Hollingshead, wenn ich den angucke, das ist so ehrliche Arbeit. Das ist ein ehrlicher Körper. Wenn ich mir so andere angucke, auch teilweise in Hardy, wir hatten es bei Samson, so ein James Hollingshead, der macht ein Front Lat Spread
Und da hast du ja keine Kanten in der Schulter drin. Das sieht halt irgendwie nicht so aus wie bei den anderen. Und du fragst dich dann so, Mann, was hat der im Training falsch gemacht? Sondern der hat nichts falsch gemacht. Das ist halt, so sieht Muskulatur aus. So sieht eine Muskulatur in der Schulter aus. Ja, wenn du den Front Lat Spread machst, sieht's halt so aus. Es ist halt nicht kantig und eckig und prall. Genau. Es ist halt irgendwie so, es float halt in den Körper mit rein. Und da kann kein Flugzeug drauf landen. Nein, und das finde ich halt trotzdem irgendwo beachtlich. Blöd für ihn, dass das nicht zählt und dass man dann halt Fünfter wird. Aber ich finde, das ist ehrliche Arbeit. Das ist so wirklich ein authentischer Athlet, der halt auch sagt, was mache ich nicht. Wo finde ich selbst für mich, machen gewisse Substanzen eher den Look kaputt. Ich finde, das sieht man. Also, mir hat er gut gefallen, auf jeden Fall. Antoine, Platz 7, noch hinter Akeem Williams. Ja, schade eigentlich. Super, also super Kühe hat er gemacht, das hat mir richtig gut gefallen. Komischen Körper irgendwie, gerade Mittelpartie. Ja, und dann, also, ja, die Mittelpartie ist, ihm fehlt so ein bisschen das richtige V nach oben raus. Und die Beine unten, die sind blockig. Also es sind schon richtige Schenkel, aber so ein bisschen blockig. Also da, ja, es ist, keine Ahnung. Er sieht schon immer, besonders wenn er alleine da steht, denkt man immer, oh, das ist nicht so schlecht. Und dann hat er ja Striche da überall und so. Aber wenn er dann neben den anderen steht, da sieht man schon, dass es so Linienschwächen sind, die ihn dann nach hinten bringen. Mhm. Ja, ansonsten halt hier Horse MD, 9. von 10. Ja, die Form war, war auch buttrig. Er hat Beine gehabt und oben war er glatt. War halt auch buttrig. Jo. Und wenn ich halt buttrig sehe und höre und sage, zweimal, einmal bei Samson und einmal bei Horse und ich sehe so den gleichen Faktor, Milos als Trainer, da sag ich mir halt, wenn man auch ganz genau weiß, was der so macht, ein bisschen weniger davon. Weiß ich nicht. Ja, die haben sich noch nicht eingespielt auf die richtige Menge. Okay, nächstes Mal zwei Fläschchen. Was habe ich hier sonst noch auf der Liste? Kostenloser Livestream, um das zum Abschluss vielleicht mal noch zu thematisieren. Ja. Wir waren ja beide skeptisch, weil wir gesagt haben, boah, lieber bezahlen und dann was Vernünftiges dafür bekommen, aber gut, du bist, glaube ich, einmal rausgeflogen, ich nicht. Ich fand es qualitativ eigentlich ordentlich. Ja, also kann man nichts sagen. Ich bin einmal rausgeflogen, da stand, das wird an meinem Ort, wird das nicht mehr unterstützt. Da dachte ich, okay, ich bin weg. Aber jetzt muss man halt auch sagen, hier Groß-Karolinenfels, da kann es auch mal sein, Maulwurf beißt die Leitung durch und dann ist kein Internet mehr da. Also ob das jetzt an der Arnold Classic und am Veranstalter lag, dass das Internet nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber es war, also ich war zufrieden. Ich auch, 100%. Also so kann man das auf jeden Fall weitermachen. Welchen Stream hast du geguckt? German Livestream oder English Livestream? Reite ich dich wieder rein, ja? Ich bin einmal aus Versehen auf den German Livestream. Ich war sehr irritiert, nicht wegen Stefan Kienzle, sondern weil das ist so, wie wenn du Basketball guckst. Ich gucke ja viel Basketball. Jetzt gibt es auf The Zone beispielsweise auch Wiederholungen von Basketballspielen, die mit deutschem Kommentator sind. Das ist schon sehr befremdlich. Und ich höre auf einmal hier den Stefan reden und Urs seine Freundin reden, die Alicia. Und ich dachte mir so, wo bin ich hier? Aber was habe ich denn da angeklickt? Das kann doch nicht sein. Ich habe das völlig an mir vorbeigegangen. Und was bei mir dann nachher so den Ausschlag gegeben hat, war, dass erstens total befremdlich auf Deutsch und zweitens der deutsche Stream war bei mir nur 720p und nicht 1080p. Und dann bin ich geswitcht. Finde auch Fuad Abiad, muss ich sagen, super angenehm. So. Ich finde immer schön, wenn er und der Dennis unterschiedliche Meinungen sind. DJ. Mhm. Und dann immer versuchen, das so ganz, ganz diplomatisch zu lösen. Ja. Und du merkst eigentlich, beide sind überzeugt von dem, was sie sagen, aber wir sind ja live im Fernsehen. Scheiße, können wir jetzt nicht so thematisieren. Ich frage mich, wer braucht jetzt diesen anderen Dödel, der da links sitzt und wer braucht die, war Janet Leuk diesmal wieder, oder wer braucht die zwei? Ja, ich bin ja Janet Leuk Bikini-Fan eigentlich, aber die braucht jetzt beim Kommentar eigentlich keiner. Ich meine, sie sagt ja auch bei den Bikini-Athletinnen oder bei den Wellness-Athletinnen wenig, außer dass die immer schön aussehen und dass sie schön tight sind in der Mitte und ja, okay. Da kannst du mich auch hinsetzen, das kann ich auch sagen, auch bei Klassen, wo ich mich nicht auskenne. Ja, große Ärsche und große Schenkel in der Wellness kriege ich auch noch hin zu sagen. Machst du nie was falsch. Ja.
Sie nicht, das, die zwei hätten mir gereicht. Also so ein Fuad-DJ-Team hätten mir gereicht. Ich finde ja, das muss ich ja auch mal ganz klar sagen, Bob Chigarillo, das ist es für mich im Jahr 2024 auch nicht mehr. Also diese ganze Bühnenmannschaft, sag ich dir, die war schon 2004, als ich da war. Das ist übrigens 20 Jahre her mittlerweile. Original so. Ja, das ist so, weiß ich nicht. Chigarillo, für mich ganz, ganz merkwürdige Figur in dem ganzen Zirkus. Ich finde halt, wir hatten ja hier Pressekonferenz Mr. Olympia und alle Leute da draußen wissen, ich bin nicht der größte Dennis James-Fan. Und wenn ich sage, ich wünsche mir Dennis James als MC von der Arnold Classic, dann weißt du, wie schlecht Bob Chigarillo bei mir wegkommt. Mit seinen Cowboy-Stiefeln und allem. Das ist so für mich so komplett Schlangenleder, Cowboy-Stiefel, gell? Schlangenleder. Geblieben, Hinterwäldler, ganz komisch. Und der läuft da ja auch so rum, als wäre der Käse. Dabei stinkt er nur, sagt man doch irgendwie so. Ganz komischer Typ, weiß ich nicht, werde ich nicht mehr warm damit. Ich finde, das kann DJ machen, das ist gut. Und Fuad Abiad kann so einen Livestream mit irgendeinem anderen Kompagnon auch alleine machen. Also DJ ist auf jeden Fall ein guter Moderator. Der war was war sonst noch? Hat Arnold eigentlich wirklich gesagt, dass er während der Wellness-Klasse sabbernd in der ersten Reihe saß? Das habe ich nicht richtig verstanden. Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Wenn ich das so übersetzt habe, wie ich es übersetzen will, und er dann gleichzeitig auf den Hintern von der Siegerin geguckt hat, das war schon merkwürdig. Da wissen wir übrigens auch wieder, warum du dich am Ende für ein Date mit Heinz entschieden hast. Sag ich nichts. Sagst du nichts dazu? Ja. Nee. Ja. Was war denn beim Strongman noch los? Das habe ich gar nicht verfolgt. Da bist du aber drin gewesen. Vielleicht können wir das so der Vollständigkeit halber, weil ich glaube, die Damenklassen, die sind jetzt nicht so mega interessant. Können wir das noch kurz reinschieben? Die waren natürlich wieder brutal, die Leistungen. Der Mithuber hat gewonnen. Der Urs hat ihn ja noch getroffen unterwegs. Hat ihm noch die Hand geschüttelt, genau. Habe ich gesehen in einem Video, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die Disziplinenauswahl, die fand ich jetzt echt boring. Früher haben die so richtig tolle Sachen da gemacht, Equipment aufgebaut vom Allerfeinsten. Und diesmal haben sie diese Dinis, Don'ts da getragen. Also diese, erst haben sie ja Frame Carry gemacht, also Timber Carry, diesen Holzrahmen getragen. Hm. Und danach haben sie dann diese Steine getragen an den zwei runden Griffen. Das ist ja für die gleiche Muskelpartie, Handkraft, Rücken und Laufen damit. Das finde ich jetzt irgendwie, wenn wir das machen, würden wir hier bei unseren Wettkämpfen, da würden sich alle beschweren, dass zweimal die gleichen Teile beansprucht werden. Mhm. Und auch sonst, also habe ich von Rogue schon bessere Sachen gesehen. Die Kurzhantel da über Kopf und ja, weiß ich nicht. Wie war also, das Comeback von Haftor? Haftor war super, also voll eingeschlagen wieder. Also, das ist auch wirklich ein Wahnsinn, dass du dir das nochmal antust. Also, er ist ja so erfolgreich gewesen. Und dann, ich meine, so ein Strongman-Training, das ist natürlich wirklich brutal. Und wenn du weißt, dass ich das wieder vor mir habe, um wieder zurück an die Weltspitze zu gehen. Oh. Ja, aber es hat ihm gefehlt. Es hat ihm gefehlt, schwer zu trainieren. Es hat ihm gefehlt, die Wettkämpfe zu machen. Und dann nimmt das wieder auf sich. Ist er jetzt geworden, Vierter? Ich glaube ja. Das ist jetzt so ein cooles Ergebnis für einen Haftor Bjørnson, Arnold Classic Champion ehemals, da Vierter zu werden? Oder sagt man so, ja gut, ich habe gerade erst wieder mitgemacht. Ja. Ich habe hier vorher gerade meine Brust angerissen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin wieder am Start. Nächstes Jahr gewinne ich wieder, wenn ich will. Ja, so ungefähr. Und ich meine, die Nachkommen, die Jungs, die sind natürlich brutal. Also der Herr Novikov hat auch mitgemacht, oder? Ja, der hat auch mitgemacht. Auch ganz weit hinten. Ja, aber ich hab ihn erst gar nicht erkannt. Also ich fand so von seiner Form, der war ja früher, der hat ja schon mal, seine Karriere hat er angefangen bei uns hier in Bayern bei irgendeinem Wettkampf. Und da war der war immer eher so der schlanke, harte Typ. Und ich habe gedacht, das ist der Novikov. Also die Schultern waren irgendwie komplett weg und die Arme waren dünn. Dafür war der Bauch da. Dachte ich, was ist denn da passiert? Also, weiß ich nicht, was da los ist. Aber ich meine, der ist auch schon jetzt sehr lange dabei. Keine Ahnung.
Ist ja so lange dabei. Ich hätte jetzt auch bei Haftor gesagt, die sehen alle immer so alt aus und die sind alle immer so lang dabei. Aber ich meine, ein Haftor Björnsson, der müsste ungefähr so alt sein wie ich. Der Haftor so alt wie du. Lass mal gucken hier. Haftor. Haftor ist ungefähr ein Jahr älter als ich. 35. Hätte man jetzt nicht gedacht, wahrscheinlich. Ich meine, also ich kenne ihn halt, seit er angefangen hat. Und ich bin jetzt auch schon ewig dabei. Für mich sind das alles, also ich kenne die alle von klein auf. Ja. Das bei Novikov, da wusste ich gar nicht, dass der schon so lange dabei ist, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob du da schon im Bett warst. Aber Arnold kam noch mal raus und hat einen Knaller rausgehauen ganz zum Schluss, nämlich, dass der Sieger nächstes Jahr $500.000 Preisgeld bekommen wird. $100.000 mehr als Stand jetzt beim Olympia. Ja. Sollte ich da eventuell doch noch mal meine Bühnenambitionen überdenken, habe ich mich gefragt. Ja, habe ich ja noch. Ja, du musst doch eingeladen werden. Schon krass. Du bist auch eingeladen. Du wärst doch schon mal fast auf ein Date mit ihm gegangen. Du wirst ja eine Einladung klar machen können, eine Wildcard. Oh, nachdem ich das Date nicht wahrgenommen habe. Also ich glaube, da bin ich die Schlechteste, die du fragen kannst. Ja, das kriegen wir schon hin. Aber 500.000, da kann ich auch meine Gesundheit ein bisschen aufs Spiel setzen, hätte ich gesagt. Das ist schon krass. Also ja. Ich finde auch, ich habe mir das auch aufgeschrieben nochmal für die News-Folge jetzt hier kommende Woche, weil ich glaube, das ist so genau der richtige Weg, um ja. A, Bodybuilding relevanter zu machen ja. und auch B, das Line-Up wieder ja. schöner zu machen bei einer ja. Arnold Classic, weil ja. da kannst du das dir fast nicht leisten, als Top-Athlet da nicht hinzugehen. Ja. Das ist so. Das ist der richtige Weg. Diese, am Ende ist es ja bloß Schwanzvergleich. Logisch. Die werden jetzt ja, antworten wieder. Da muss es auch hochgehen. Und ich finde es genau richtig, weil ich würde natürlich auch befürworten, wenn es in der Breite mehr geben würde. Also auch bei den Frauen und auch zu Plätzen weiterhin. Weil wir wissen alle, dass man Bodybuilding nicht über sehr lange Zeit auf so hohem Niveau machen kann. Und die leben davon, dass die Athleten dahin kommen. Wer geht denn auf eine Arnold Classic, kauft sich irgendeine VIP-Karte, keine Ahnung, wenn da nur die dritte Liga hinkommt. Kein Mensch. Ja. Und was die da umsetzen, allein in dieser Stadt, was da die ganzen Kosten, die da auf die Bürger dann kommen, also die Einnahmen, die auf die ganzen Bürger kommen, das kann man schon mal auch mal zurückgeben. Ich finde, das ist der richtige Weg. Also da muss es hin. Ja. Dass die sich so gegenseitig ein bisschen hochschaukeln ja. in der heutigen Zeit und dann hast du einfach deutlich relevantere Wettkämpfe wieder. Ja. Ja, auf jeden Fall. Gehört so. Ja, da ich jetzt Arnolds homophoben Kommentar zum Schluss nicht auch noch aufgreifen möchte, würde ich an der Stelle sagen, wir schließen die Folge für heute ab. Hast du wahrscheinlich auch nicht mehr mitbekommen, ist aber auch nicht so wichtig. Die Leute, die es gesehen haben, die werden es wissen, was ich gesagt habe. Martina, nochmal vielen Dank für deine Zeit heute am Sonntagabend. Aber gerne. Hat mich sehr gefreut. Und in diesem Sinne war es das mit dem Recap zur Arnold Classic 2024 hier im Garnicus Podcast. Macht's gut da draußen. Wie gesagt, nächste Woche Matthias Botthoff zu Gast. Könnt auch gerne schon mal hier Fragen in die Kommentare schreiben. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.